Hallo und willkommen zurück zu Far Cry 6. Geht das schon wieder super los hier? Geht ja wirklich schon wieder super los, ne? Okay, wir sollten ja... Warte mal, da kommen wir doch eigentlich gleich hier hin. Können wir doch eigentlich gleich Schnellreise dahin machen? Dann müssen wir doch nicht die 500 Meter laufen. Okay, ob wir da jetzt vielleicht schneller sind, ob das jetzt nur geladen hat oder wir hingelaufen wären. Aber das ist ja egal. Wir sind zu faul zum Laufen. Wir nehmen lieber den Schnellreisepunkt. Esperanzas Schule für die Verlorenen. Schließt sich so der Kreis, Clara? Man weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Parias, eine Jahre frei von... Jetzt hab ich nicht lesen können. Clara Garcia. Scheiße, jetzt hab ich nicht aufgepasst, jetzt hab ich nicht gelesen. Verdammte Kacke. Was machst du da? Die gehört meinem Papa, habe ich geliehen. Ja, du sabes. Ich kann nicht mehr. Die Geheimtreffen, die ganzen Proteste, die Freunde, die plötzlich verschwinden. Er ist zu stark. Und jetzt willst du einfach ins Kapitol spazieren und Castillo Papis Knarre in den Kopf halten? Nein. Ich werde eine Armee aufbauen. Und dann bringe ich Castillo unter die Erde. Bist du dabei? Du glaubst nicht, dass ich schaffe. Ich habe es gesehen, Talia, in meinen Träumen. Meine Mutter hat immer gesagt, Träume sind für reiche, hellhäutige Jaraner. Wir? Wir träumen nicht. Wir überleben. Du wirst Yara nicht befreien, indem du Castillo tötest, reiche Göre. Du musst erst Yara überzeugen, dass es frei sein will. Für uns alle. Clara. Clara, willst du mir verraten, warum du mich zu meinem Waisenhaus gebracht hast? Er wird verlieren, Danny. Bald stürmen wir das Kapitol. Und jetzt will Castillo ein Treffen. Du machst Witze, oder? Sag mir, was du denkst. Ihr seid euch schon begegnet. Ich denke, Castillo ist uns zwei Schritte voraus. Und er wird erst aufhören, wenn ihm eine Kugel im Schädel steckt. Und dann was? Töten wir auch seinen Sohn? Du hattest deine Chance. Wieso lebt er noch? Juan hatte die sichere Info, dass ein Castillo in dem Hotel ist. Es war nur der Falsche. Du hast deinen Jungen am Leben gelassen, damit Castillo dein Todesurteil aufhebt. Aber das Ding ist, Danny, du hattest recht. Wenn Yara eine Zukunft haben soll, dann müssen seine und unsere Leute hier zusammenleben. Es ging nie darum, Castillo zu töten, sondern Yara zu befreien. Für uns alle. Deine Entscheidung stand längst fest, oder? Yara braucht eine Anführerin. Keine Märtyrerin. Viva Libertad, Danny. Mit dem Rücken zur Wand. So, nu. Nachricht aus dem Waisenhaus 13. Ja, und nu? Was haben wir denn? Wir haben da jetzt...
Hey, wir haben doch sonst gar nichts mehr. Kommt denn vielleicht noch irgendwas? Wenn nicht, dann gehen wir da hoch, dann ballern wir das Ding da um. Klump. Gib uns meine Mietekatze. Was zur Hölle ist da los, Juan? Es ist Clara! Scheiße, komm einfach her! Das ist Tag X, Danny, Tag X! Oh, Mist. Was, da oben? Hier? Guck mal, wo immer da oben? Ja, aber wenn die das wollen, dass wir da hinkommen, da gehen wir doch da hin. Wie weit sind wir? 600 Meter. Okay. Die sollen mir doch einfach einen Panzer geben, ich schieße da alles zu Klump. Und dann ist da alles gut. Ja gut, was heißt ein Panzer? Die sollen mir einen Panzer geben. Ich meine, ich habe ja einen Panzer. Die sollen mir bloß sagen, was ich auseinanderschießen soll und dann wird das getan. Nein, gib dir selber Deckung. Mietzekatze, was machst du schon wieder? Mietzekatze, komm her. Na, da bin ich jetzt mal. Leider bin ich. Kapitol, Esperanza. Jetzt mal gespannt. Ahnung, wenn du diesen Einsatz mit Juan annimmst, wird das Konsequenzen haben. Du wirst ihn nicht verlassen können, bis die Mission abgeschlossen ist. Dies ist eine Einbahnstraße. Ja, okay, dann machen wir das jetzt einfach. Juan, was zum Teufel machen wir hier? Unter der Laterne ist es am dunkelsten. Was? Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht gehen. Ich habe es ihr gesagt. Wen meinst du, Clara? Juan, was ist los? Er hat sie, Danny. Er hat sie geschnappt. Clara. Castillo wollte reden. Nur die beiden. Er meinte, der Krieg wäre vorbei. Libertad hätte gewonnen und er würde nur nach einem Ausstieg suchen. Damit hat er sie gekriegt. Und kaum waren wir an der Küste, griffen Castillos Hunde unseren Konvoi an. Scheiße, und was jetzt? Wir beide greifen El Presidentes Privatinsel an. Bitte, hilf mir! Lass mich raus! Die Tschetschenen nennen es Elefant. Schneid den Schlauch durch und sie verraten ihre Mutter. Dann erzählen sie dir, was du willst. Welche Größe hast du? Supremo an oder aus? Okay, also kommen wir jetzt rüber auf die Insel, wo ich eigentlich schon hin wollte. Wir gehen leise rein. Jeder Soldat auf der Insel wurde von Castillo rekrutiert. Also bleib auf Abstand. Da
Das sind Elite-Killer. Verstehst du das? Ich bin bereit. Ich suche eine Scharfschützenstellung. Du gehst zum Haus. Ich schätze, die Familie sitzt gerade beim Abendessen. Was sind das für Waffen, bitteschön? Was sind das für Schmutzwaffen? Lass mich. Dürfte ich noch meine Miezekatze? Miezekatze! Einfach an einer riesigen Klippe zurück. Gar kein Problem. Vor allem so dreckige Scheißwaffen, ey. Guck mal, da. Ihr geht's gut. Sicher geht's ihr gut. War ein wirklich noch so eine scheiß Waffe, ey, wirklich. Das ist doch nicht euer Ernst. Wirklich, wir haben ja gar nichts, keine Granaten, nix. Wow. Juan, ich kann Antons Haus sehen. Okay, bin in Position. Du musst über die Mauer und zwar ohne erwischt zu werden. Du bist ein Panther, Danny. Niemand kann dir was anhaben. Hast du auch hilfreiche Tipps? Die Tore werden vermutlich verschlossen sein. Finde den Schlüssel, Danny, als wärst du sowas wie ein Metalldetektor. Suerte. Keine Wache darf mich sehen, okay? Ich sei doch bekloppt. Darf ich nicht mal eine Wache mal oben schießen oder was? Wow! Danny, weißt du nicht, wie man eine verdammte Leiche versteckt? Wovon redest du denn? Castillos Wachschutz hat einen Kadaver gefunden. Die sind jetzt alarmiert. Halt die Augen auf. Ach, scheiße. Hey, was? Ich hab da gar nicht. Ich hab da gar nichts gemacht. Ach, hier wär ich reingetreten sein in so ein Scheißding, ne? Eine Leiche gefunden, ich hab doch nichts gemacht. Ich wäre ja selber fast die Leiche geworden. Meine Gute, du liegst irgendwie sehr... sehr erotisch da, würde ich sagen. So versteckt man eine Leiche, würde ich sagen. Hm.
Okay. Genau der Schlüssel, den ich gesucht habe. Ja, okay, ist nicht so ganz versteckt, aber ist okay. Haut schon hin. Eine private Villa ohne fette Mauer? Das wäre wohl zu viel verlangt. Dann mal los. Hier muss ich vorsichtig sein. Dann ist aber auch die ganzen Vögel hier aus dem Rennen schießen, oder? Kriege ich aber die Waffen nicht? Das regt mich ein bisschen auf. Ich meine, die haben doch alle Waffen dabei. Warum kriege ich die Waffen nicht von denen? Bedarfsmeldung, Schmuggelware. Wer hat mich denn... Ach komm schon. Wer hat denn... Mann, ey, wer hat denn mich jetzt hier noch gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Das heißt doch, wenn ich in der Nähe bin, ich war in einem Gebäude drin, da hatte so einen leichten Spalt durchs Fenster, so ganz leichten Spalt durch. Und da würde er mir sagen, er hat mich erkannt. Mhm. Stehen momentan nicht zur Verfügung. Ja, warum steht denn? Ist ja ganz was Neues, dass hier nicht zur Verfügung steht, ne? Man hat hier irgendwelche dreckigen Waffen, die keine Sau. Sicher geht's ihr gut. Die keine Sau nimmt. Die totaler Schmutz sind. Sehen. Okay, bin in Position. Du musst über die Mauer und zwar ohne erwischt zu werden. Du bist ein Panther, Danny. Niemand kann dir was anhaben. Hast du auch hilfreiche Tipps? Die Tore werden vermutlich verschlossen sein. Finde den Schlüssel, Danny, als wärst du sowas wie ein Metalldetektor. Suerte.
Den Alarm sollte ich ausschalten. Eine private Villa ohne fette Mauer? Das wäre wohl zu viel verlangt. Okay, hier komme ich ja gar nicht lang. Okay, das Ding heißt, den Schlüssel haben wir ja schon. Aber der Schlüssel, den ich gesucht habe. Was? Danny, weißt du nicht, wie man eine verdammte Leiche versteckt? Wovon redest du denn? Castillos Wachschutz hat einen Kadaver gefunden. Die sind jetzt alarmiert. Halt die Augen. Komm schon. Ach, scheiße. Dann mal los. Juan, ich bin dran. Verstanden, Danny. Legen wir los. Wer weiß, was Castillo Clara gerade antut. Ganz ruhig, dieses Gelände wird von Antons Elite-Killern überwacht. Vergiss das nicht. Deine Uniform ist hier nutzlos. Und wenn du entdeckt wirst, ist Clara tot. Scheiße. Richtig. Cool bleiben, Danny. Ich halte dir den Rücken frei. Okay, Clara. Wo bist du verdammt? Keine Verstärkung mehr. Die Frage ist, habe ich hier panzerbrechende Munition drin in der Waffe? Das ist jetzt gerade meine Frage, ne? Habe ich jetzt hier panzerbrechende Munition drin oder nicht? Wo bist du, Clara? Genau hier drin ist auch nur so ein Scheißalarm. Ich muss einfach gucken, ob das was bringt. So, wollen wir gucken. Spezial. Ich weiß halt nicht. Ich hoffe ja, dass das panzerbrechende Munition ist, weil wenn nicht, dann ja, wäre das ziemlich scheiße. Thank you.
Wir können es einfach bloß testen. Aber ich denke doch mal schon. Wenn wir das ja keine panzerbrechende Munition wäre, das wäre schon ziemlich Schwachsinn. Ja, okay, ist er. Der Alarm muss weg. Eine schriftliche Nachricht. Okay. Unterschriebener Brief. Hier piept nur so ein Scheißalarm, ey. Okay, der steht da vorne, der interessiert mich nicht. So, pass auf, wenn der die Leichen findet. Der hat aber wirklich Scheiße. Ja, wir müssen uns den holen. Danny, ich weiß, das sieht wie ein gottverdammtes Resort aus. Aber wir machen hier keinen Urlaub. Ich habe Probleme, da reinzukommen. Lass die Pina Colada stehen und komm her, verdammt! Okay, na warte. Die Alarme sind alle da vorne, das ist ja egal, wir sind ja hier drin. Wir sind mit dem von uns rein, hier sind wir von uns rein, gell? Wir haben eigentlich alle tot.
Ich hoffe, alle Alarme ausgeschaltet und dann mal gucken. Dann mach mal rein. Nicht glotzen. Setzen. Danny, setz dich. Meine Mutter hat eine Regel. Keine Lügen am Tisch. Also lüge ich nicht. Ich habe akute Leukämie. Die Diagnose erhielt ich vor 13 Jahren. Doch da war dieser Arzt. Er versprach das, was wir alle so dringend wollen. Zeit. Doch das reichte nicht. Oder, Diego? Papa, ich will die Geschichte nicht hören. Ich brauchte mehr Sicherheit. Ironischerweise hasste ich Kinder. Aber Maria hatte so eine Art. Und hier sitzt du jetzt, Mijo. Gesunde 13 Jahre alt. Und was passierte dann, Diego? Das Viviro wirkte nicht mehr. Wann? Vor 6 Monaten. Mi más sentidas condolencias. Keine Lügen an meinem Tisch! Ich werde sterben. Aber er führt meine Vision fort. Nicht wahr? Wahrheit oder Lüge? Immer die Wahrheit. Du bist ein verdammtes Monster. Oh, ich glaube, das war die Wahrheit. Danny, sieh nur, wie mein Glühwürmchen tanzt. Als ich Clara schnappte, dachte ich, ich hätte gewonnen. Doch es brauchte meinen Sohn, um mir zu zeigen, was direkt vor meinen Augen war. Du bist Libertad. Ich bin nur ein Gericht. Keine Lügen am Tisch! Du bist legendär, man erzählt schon Geschichten. Komm schon. Du bist ihre Hoffnung. Und jetzt wirst du zu meiner Hoffnung. Das ist ein Witz. Du raffst es einfach nicht. Ich sagte, du sollst gehen, das ist deine Schuld. Soll sie überleben, wirst du General in meiner Armee. Ja, du wirst meine Hoffnung, meine Legende. Mein Danny Rojas! Warum bist du so besessen davon, uns zu spalten? Wahre Jarana, falsche Jarana, wir sind ein verficktes Yara! Lass uns unsere Zukunft selbst wählen. Du bist ein alter, sterbender Mann. Und du, armer Junge, wurdest von seiner Hetze indoktriniert. Keine Sicht auf Anton, ich schalte den Jungen aus. Mit wem redest du? Ich schieße jetzt. Oh nein! Diego! Komm, Diego! Los! Komm! Runter! Da! Deckung! Hab ich ihn, Danny? Juan! Clara hat's erwischt! Nein! Sag das, Danny! Sie ist tot! Juan! Danny! Komm in Mierdas! Oh Mann. Scheiße, falsche Waffe. Doch, kann ich. Mensch, stirb doch, du Vogel. Ja.
Ernst Heller von Juan, hijo de puta. Mensch, wo rennt denn die rum? Boah, du Vogel, ey. Kleiner mieser, du Elender. Wo denn? Gibt's ja gar nicht. Erste Hilfe, komm! Dankeschön. Verstanden! Nix mit schweren Geschützen. Ich schau mies, Alter. Ausschwemmen! Los! Verstanden! Geh an dein verfluchtes Telefon, Juan! Scheiße! Ich hab keine Ahnung, wer er schießt. Alles klar. Böse. Du hast genug Blut vergossen, Danny. Castillo ist in die Hauptstadt geflohen. Die Insel ist sicher. Komm zu mir in den Hof. Bin gleich da. Vorher muss ich auch noch was machen. Oh Mann, wegen dem Vogel ist jetzt eigentlich diese Clara tot, ne? Weil er es nicht zusammenreißen konnte, weil er nicht warten konnte, der Vogel. Juan! Was ist passiert, Danny? Es war nicht geplant, den Kleinen umzubringen. Was kümmert dich irgendein reicher Mokoso in einem Schloss? Hältst du mich für so dumm? Dir geht es nicht um den Jungen. Du willst nicht, dass die Revolution endet. Wir hatten sie, Danny. Er war nicht Teil des Plans. Du bist genau, wie ich gesagt habe. Ein Junkie. Du kannst nicht aufhören. Genau wie ich. Ich bin nicht wie du. Noch nicht. Clara ist tot. Aber wir haben den Adlerhorst. Von dort aus werden wir den Angriff auf die Hauptstadt starten. Wovon redest du da? Du weißt genau, wovon ich rede. Es ist klar, du bist Libertads Chefe. Entweder verziehst du dich jetzt, oder du führst uns zum Sieg. Es war nie die Rede davon, den Kleinen zu töten. Wo willst du hin? Ich bring zu Ende, was sie angefangen hat. Regel Nummer 83. Hallo Guerreros, oh, jetzt hab ich wieder nicht gelesen, Mann!
eigenen Revolution. Ja, toll. Clara träumte von diesem Moment. Als ich sie traf, wollte ich gerade verschwinden aus Yara. Aber sie hat mir gesagt, wofür wir kämpfen, sie hat es richtig gut erklärt. Und mit euch zu kämpfen war klasse. Echt klasse. Ich passe auf euch auf, ihr auf mich, wisst ihr? Egal, ob ihr alt seid oder jung, das ist auch okay. Ich mag euch alle. Was ich sagen will, ist, wir werden gewinnen. Versprochen. Scheiße, das hast du echt nicht drauf. Ja, wow. Dani, Clara war eine gute Anführerin. Aber wir sind nicht ohne Grund bei Libertad. Wir folgen dir, Jefe. Gut. Holen wir uns unser Land zurück. Dani! Viva Libertad! Viva Libertad! Leb dich, Dani! Wir helfen dir, Held. Du siehst beschissen aus. Als ob du in den Spiegel schaust, hm? Ruh dich aus, Kumpel. Sei morgen wieder die Legende. Senor Presidente, wir müssen an Ihre Sicherheit denken. Libertad umzingelt die Hauptstadt. Wir brauchen freien Blick auf den Sonnenaufgang. Von hier. Sí, Senor Presidente. Die Araner sollen von jeder Kreuzung den Horizont sehen können. Ich habe Boote vorbereitet. Brechen wir jetzt auf, können wir Sie und Diego... Das ist der falsche Entwurf. Ich sagte Pereira, nicht Van Allen. Verschandeln Sie Esperanza nicht mit Vaters Vorliebe für Art Deco. Ihr Auge ist unfehlbar, Senor Presidente. Senor Presidente, hören Sie, wenigstens der Junge sollte doch... Genug! Sehen Sie das nicht? Wieso sehen Sie das nicht? Sehen wir uns die Plaza noch einmal an. Etwas Modernistisches, wie Generais. Los, Dani. Okay, Einsatz abgeschlossen. Die Löwengrube. Und dann würde ich auch sagen, das war's an dieser Stelle. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein!